Hallo bei eurem.com. Ich möchte heute mit euch eine Erdapfel-Zucchini-Suppe zubereiten und wir brauchen dafür Erdapfeln, Zucchini, gehackten Zwiebeln, Thymian, Lippstücke, Zitronenmelisse, Olivenöl zum Anbraten, Wasser zum Ablöschen, Obst zum Aufgießen, Salz, Pfeffer und etwas Knoblauch zum Würzen. Zucchini jetzt mit dem Kugel und Stifte geschnitten. Ich habe auch schon Olivenöl in der Pfanne erhitzt und da kommt jetzt die Zwiebel mit den Erdäpfeln hinein, weil die brauchen ein bisschen länger und das werden wir jetzt anschwitzen. Meine Erdäpfel sind jetzt angebraten und ich lösche sie mit Wasser ab. Ich habe die Suppe jetzt mit Obers noch verfeinert und wir werden sie heiß servieren. Ich habe noch die Zucchini dazugegeben und habe es jetzt auch noch kurz ziehen lassen. Habe die Suppe noch mit Obers verfeinert und jetzt werden wir sie heiß servieren. Ich serviere meine Zucchini-Erdäpfelsuppe noch bestreut mit frisch gehackten Kräutern. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromehl.com.